Guten Abend, liebe Studis. Wir würden vielleicht noch mal kurz ein, zwei Minuten warten, weil wir sehen gerade, dass jetzt noch gerade die Leute sich alle einwählen ins Zoom-Seminar. Und da wollen wir die nicht außen vor lassen, sondern alle Spätkommenden noch begrüßen. Noch eine Minute und wir würden jetzt auch den Stream für YouTube starten. So, wir haben jetzt schon die erste, also jetzt haben wir unsere erste 500-Marke geknackt. Deswegen würde ich jetzt anfangen. Guten Abend, liebe Studis. Herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung in unserer Ringvorlesung. Our house is still on fire. Warum die Klimakrise uns immer noch braucht. Heute das Thema Carbon, Kapitalismus, Green Economy und sozial-ökologische Transformation. Ich bin Lara Thien. Ich werde heute die Moderation übernehmen. Ich bin ursprünglich von den Students for Future, wurde dann ins Studierendenparlament gewählt und arbeite jetzt im AStA. Und an dieser Stelle würde ich euch gerne nochmal einladen, wenn ihr Lust auf Hochschulpolitik habt und ein bisschen mitzumischen und euch einzubringen, dass die Universität klimaneutral zu machen, dann kommt gerne zum Onboarding der Students for Future. Dort haben wir nämlich auch eine HOPO AG und das ist sehr schnell und barrierefrei, könnt ihr da auch euch gut und schnell engagieren in der Hochschulpolitik. Jetzt will ich aber zurückkommen wieder zum Thema unserer Vorlesung. Unsere heutige Referentin ist die wunderbare Professorin Franziska Müller von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg. Franziska ist die gute Seele der Universität Hamburg. Sie hat uns Fridays aufgenommen, hat uns unterstützt bei der Organisation und an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank für die Hilfe, Tipps und Unterstützung und auch im letzten Semester. Das hat uns sehr geholfen. Aber das ist ja nicht alles, was du machst, sondern machst ja auch Forschung in den Politikwissenschaften. Deine Schwerpunkte sind Globalisierung und Governance der Klimapolitik, politische Ökonomie der Energiewende, Green Finance und zukünftig wirst du dich auch beschäftigen mit entwicklungspolitischen und sozioökonomischen Fragen der Wasserstoffstrategie. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, dass es vielleicht ein netter Tipp ist für die Studis, die sich für diese Themen interessieren, dass sie auf Twitter Franziska folgen können, um vielleicht Updates aus der Wissenschaft zu kriegen. Ich würde vielleicht später einfach ihren Handle oder den Link zu ihrem Profil im Chat teilen, damit, wenn ihr Lust habt, folgen könnt. Gut, bevor ich jetzt das Wort an Franziska übergebe, würde ich euch gerne nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte die FQ-Funktion bei Zoom nutzt und nicht den Chat, weil aus diesem FAQ-Chat können wir einfach rauskopieren. Aber den Chat müssten wir abtippen. Und das ist dann ein bisschen schwer, wenn da so viele Fragen reinkommen an die Referentin. Dann ist es leicht, einfach Copy-Paste zu machen. Ja, soweit, so gut. Ich würde jetzt Franziska das Wort übergeben. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass ihr noch was Neues lernt. Wir sehen uns später bei der Fragerunde. Tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin ganz gerührt über die liebe Begrüßung und Vorstellung und ich freue mich natürlich auch heute hier zu sein. Sonst bin ich öfter eher ein bisschen Hintergrund zugange, weil ja die Students for Future sowieso alles ganz großartig organisieren und selber in die Hände nehmen können. Aber es macht mir sehr viel Freude, diese Vorlesung zu begleiten. Genau, und ich teile gleich mal meinen Bildschirm für die Folien, die ich vorbereitet habe. So, genau, das sieht man alles gut, glaube ich. Ja, also genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Letzte Woche haben wir uns intensiv mit politischer Kommunikation und Framing-Strategien befasst und heute geht es dagegen ums Geld. Einerseits um fossilistische Recording in progress. Beharrungsstrategien. Ich muss noch schnell den Aufzeichnungsbutton klicken. Genau, einerseits um fossilistische Beharrungsstrategien im Carbonkapitalismus und andererseits um grüne Finanzinstrumente und Dekarbonisierungspfade. Finanzmärkte und Finanzinstrumente sind ein vielleicht abschreckendes Thema und mein Wunsch ist, dass wir alle hier auch ohne VWL-Studium partizipieren können und am Ende ein bisschen schlauer rausgehen, vor allen Dingen mit Blick auf die folgenden Fragen.
Und mir wird hier gerade gesagt, dass man nicht die kompletten Folien sehen kann. Dann stoppe ich das gerade noch mal kurz und teile sie einfach erneut. Genau, es geht um folgende Fragen. Zunächst, was verstehen wir unter Carbon-Kapitalismus? Welche Beharrungskräfte gibt es? Welche neuen und alten Geschäftsmodelle und politischen Strategien hauchen im neues Leben ein? Wie wird eine grüne Transformation ökonomisch und finanzpolitisch orchestriert? Welche Politikarenen sind dafür maßgeblich und welche neuen grünen Finanzinstrumente gibt es? Welche Effekte haben grüne Finanzinstrumente? Wie formen sie das Projekt einer sozial-ökologischen Transformation? Und dafür zunächst ein kleiner Exkurs in die politische Ökonomie. Was ist eigentlich Carbon-Kapitalismus und warum ist er so zäh? Eines meiner Lieblingsbücher zurzeit ist von Jason Moore und Raj Patel, A History of the World in Seven Cheap Things. Die Autoren erläutern dabei, wie die Entfaltung der kapitalistischen Wirtschaftsweise ganz eng mit bestimmten Naturverhältnissen verbunden ist, mit der Vorstellung, dass Natur eine Ressource ist, die beliebig angeeignet, übernutzt, verkauft, zum Spekulationsobjekt gemacht oder gar zerstört werden kann. Und im Zuge der Industrialisierung, befeuert durch koloniale Expansion und technische Innovation wie die Erfindung der Dampfmaschine, die Ausweitung des modernen Bergbaus und die Entwicklung von Infrastrukturen wie Ölraffinerien, Tankschiffen oder Bohrinseln, konnte sich eben eine Wirtschaftsweise und ein Energieregime entfalten, das ganz zentral auf der Nutzung fossiler Ressourcen wie Kohle, Öl oder Gas beruht. Und im Carbon-Kapitalismus hängen schwerindustrielle, energieintensive Wirtschaftszweige wie die Automobilbranche und die Stahlindustrie eng davon ab, dass Energie zuverlässig, günstig und mit hoher Energiedichte zur Verfügung gestellt wird. Entsprechend sind fossile Energieträger wichtige strategische Ressourcen und die Doktrin der Energiesicherheit und Versorgungssicherheit hat dazu geführt, dass Öl- und Gaslieferverträge Laufzeiten über viele Jahrzehnte haben, weit in die Zukunft hineinreichen und dabei aber für Fragen der Energieversorgung nur wenig Entscheidungsspielräume lassen. Damit sind Gesellschaften entstanden, die eng am Tropf der Bohrtürme, Pipelines und Öltanker hängen, in ihrem Wohlstand, in ihren Alltagspraktiken und auch in Form der sozialen Teilhabe und Partizipation. Das ist ein weltweites Phänomen und in Deutschland steht dafür natürlich sinnbildlich das Ruhrgebiet oder die Lausitzregion. Kohlegruben und Stahlindustrie sind eng miteinander verkoppelt. Arbeitskämpfe wurden durch wohlfahrtsstaatliche Zuwendungen befriedet. Und interessant dabei ist, viele Kommunen partizipieren und profitieren weiterhin ganz eng vom fossilen Wirtschaftsmodell oder sind auch seinen Verwerfungen ausgeliefert. Kommunen halten etwa 24% der Aktienanteile an der RWE AG. Und in Nordrhein-Westfalen haben die Aktienanteile von 20 Kommunen nach aktuellem Kurs einen Wert von fast 4 Milliarden Euro. Und gleichzeitig besteht auch eine hohe symbolische Bindung. Bis vor 3 Jahren haben die 100.000 Bergarbeiter, die es in Deutschland noch gibt, einen Teil ihres Lohns in Steinkohle ausbezahlt bekommen. Bis zu 7 Tonnen pro Jahr, die dann eben der Heizung und der eigenen Wärmeversorgung dienten. Und fossile Wirtschaftsmodelle haben sich aber auch andernorts tief eingeschrieben. In Großbritannien im Black Country rund um Birmingham und in den Kohletälern von Wales, in der Lausitz und in Oberschlesien in Polen und in Südafrika ist vom Minerals Energy Complex die Rede, um die enge Beziehung zu beschreiben, die schon bei der settlerkolonialen Expansion im 18. Jahrhundert Minenunternehmen, Kohleförderung und nationale Banken und auch den heutigen Energiemonopolisten Eskom eng miteinander verzahnte. In Südafrika, aber auch in Deutschland, Polen oder Großbritannien sind dadurch sogenannte Pfadabhängigkeiten entstanden. Der Wechsel vom Kohlepfad auf den erneuerbaren Energienpfad ist mit hohen Kosten verbunden. Ja, und was passiert, wenn dieses Modell in die Krise gerät, wenn sich immer klarer herauskristallisiert, dass die fossilistische Wirtschaftsweise keine Zukunft hat, sondern dass sie Zukünfte, vor allen Dingen natürlich eure hier, aktiv zerstört? Auf der ökonomischen und auf der Finanzmarktebene führt das zu einigen Verwerfungen. Und dementsprechend gibt es mächtige Beharrungskräfte, die das fossilistische Modell so lange ausdehnen versuchen, wie das überhaupt möglich ist. Und folgende Phänomene können wir dabei identifizieren. Stranded Assets. Damit gemeint sind alle Vermögenswerte, die klimawandelbedingt dauerhaft von Wertverlusten bis hin zum Totalverlust gekennzeichnet sind.
Das können Immobilien an der Küste sein, das können die besagten RWE-Aktien sein oder aber auch Kohle- und Ölkonzerne, Pensions- oder Rentenfonds oder Versicherungen, die Anteile an fossilen Industrien halten. Im Grunde also jedes fossile Geschäftsmodell. Das Anlegerkapital gerät dabei immer schneller in die Krise, je mehr die Klimaregulierung greift und je mehr in klimafreundliche Technologien investiert wird. Und der Think Tank Adelphi hat die Zusammenhänge hier sehr schön dargestellt. Wir können einerseits sehen, was mit den Stranded Private Assets passiert. Das trifft direkt erstmal die Unternehmen und die Investoren. Bei den Stranded Public Assets geht das noch deutlich weiter. Staaten verlieren ihre Energiesicherheit. Es gibt einen Rückgang des Wirtschaftswachstums. Es gibt einen Rückgang der Staatseinnahmen, weil Steuern zum Beispiel ausfallen. Und eine größere Infrastruktur strandet dabei. Das alles kann staatliche Stabilität bedrohen und insbesondere in all jenen Staaten, wo die fossile Produktion einen großen Anteil des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Wir sehen hier, das trifft, würde viele Staaten im Nahen Osten treffen, sowie auch im südlichen Afrika wie Angola oder Nigeria oder Russland oder auch Venezuela. Das alles sind Staaten, die durch Stranded Assets stark in die Krise geraten. Man kann da natürlich gegensteuern. Das bedeutet zunächst erstmal zu bilanzieren, wie sehr Gesellschaften eigentlich betroffen sind. Es gibt noch nicht sehr viel Forschung zu Stranded Assets. Deswegen ist das ein wichtiges Thema, überhaupt erst über die Verstrickungen im Klaren zu sein. Dann können natürlich Unternehmen auch diversifizieren. RWE setzt da gerade sehr stark drauf, zu einem grünen Konzern zu werden. Und man kann auch gezielt mit Einnahmen aus dem Rohstoffsektor in grüne Technologien investieren. Das ist etwas, was Norwegen zurzeit versucht. Der sehr ausgeprägte Wohlfahrtsstaat Norwegens basiert ja sehr stark darauf, dass Nordseeöl gefördert wird. Und da entstehen natürlich auch massive Stranded Assets, die dieses Wohlfahrtsmodell Norwegen extrem gefährden könnten. Norwegen lagert deswegen sein staatliches Vermögen gerade um in einen der größten Waldschutzfonds weltweit, in den MiGFI-Fonds. Das ist dann eben so ein Divestment, was hier auf staatlicher Seite stattfindet und was da dann natürlich noch einiges ändern könnte. Genau, was aber im Gegenzug auch passiert, sind sogenannte Discourses of Climate Delay, wie es Julia Steinberger nennt. Das sind Diskurse, die inzwischen als gefährlicher gelten als die Klimaleugnung selbst, weil sie nämlich das Umsteuern rauszögern und weil sie Transformation verlangsamen. Und dazu gehören auch sogenannte Carbon Lock-ins. Darunter sind Versuche zu verstehen, das fossile Geschäftsmodell so lange wie möglich weiter zu betreiben, etwa durch den Verkauf von Kohlekraftwerken an Länder im globalen Süden, deren Energieversorgung kriselt. Ein recht unbekannter, aber sehr umstrittener Vertrag, der das politisch rahmt, ist der Energy Charter Treaty. Das ist ein Vertrag, der nach dem Ende des Warschauer Paktes vereinbart wurde, erstmal um so einen Übergang von einer Sicherheitsdoktrin zur liberalen Energiepolitik zu ermöglichen und um einen freien Wettbewerb um Energiemärkte zu forcieren. Er ermöglicht aber eben auch sogenannte Investor-to-State-Disputes. Damit ist gemeint, dass Unternehmen ganze Staaten vor privaten Schiedsgerichten verklagen können, zum Beispiel, weil sie sich in ihren Wettbewerbsmöglichkeiten oder in ihren Expansionsmöglichkeiten gefährdet sehen. Es in Deutschland läuft zurzeit so ein Entschiedsprozess. Nach dem beschleunigten Atomausstieg ab 2013 wegen des Atomunfalls in Fukushima klagt Vattenfall darauf, dass die Bundesregierung Vattenfall für entgangene fiktive Gewinne entschädigt. Und dieser Prozess wird eben unter dem Energy Charter Treaty vor dem privaten Schiedsgericht ausgetragen. Der Vertrag ist in Europa inzwischen ziemlich in die Krise geraten, weil viele solche Schiedsverfahren laufen und das inzwischen als Problem angesehen wird. Man sieht ja, es gibt 114 solche Schiedsverfahren weltweit. Gleichzeitig wird aber gerade versucht, den Energy Charter Treaty in den globalen Süden auszudehnen, vor allen Dingen in das westliche und zentrale Afrika und in den Mittleren Osten. Und dort kann das natürlich auch Probleme nach sich ziehen, weil dann eben auch dort Klagen zum Beispiel von fossilen Energiekonzernen drohen. Und im Unterschied zu europäischen Ländern können Länder im globalen Süden aufgrund des hohen Streitwertes bis in die Nähe der Zahlungsunfähigkeit gebracht werden. Ein anderer interessanter Carbon Lock-in sind fossile Innovationen, die jetzt inmitten der Transformationskrise stattfinden. Dass man also feststellt, okay, es herrscht Energiearmut, es gibt eine Transformationskrise und mit welchen Modellen kann man zu so einem Zeitpunkt überhaupt noch mit dem fossilen Geschäftsmodell Geld verdienen? Da ist das Modell Car Powership ein sehr interessantes, über das in Deutschland aber bisher, glaube ich, noch gar nicht berichtet worden ist.
Car-Power-Ships sind Schiffe des türkischen Mischkonzerns Karadeniz, auf denen sich mit Gas oder Öl betriebene Kraftwerke befinden. Und der Karadeniz-Konzern, die Turkish Karadeniz Energy Group, gibt an, dass sie jedem Land der Welt, das ein solches Powership anfordert, das innerhalb von 30 Tagen zur Verfügung stellen kann. Und die Flotte von Karadeniz hat eben inzwischen vor vielen afrikanischen Häfen geankert, um dann eben Ländern, die gerade eine Energiekrise haben, schnell Öl und Gas als schnelle Energielösung anzubieten. Und in all den Ländern, die jetzt Verträge eingegangen sind, dazu gehören Gambia, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Guinea, Senegal, Sudan, Ghana und über eine Pipeline auch Sambia. In all diesen Ländern werden bis zwischen 60% und 100% der Energienachfrage durch diese fossilen Powerships gedeckt. Die Energie ist ziemlich teuer. Es ist auch ein großer strategischer Nachteil, weil die Länder ja von den Kraftwerken nichts haben. Die gehören denen nicht, wenn die da 10 Jahre dafür zahlen. Und es gibt bisher noch relativ wenig Debatten darüber. In Südafrika laufen gerade Klagen, weil hier Karadeniz für 20 Jahre einen Vertrag schließen möchte. Und das würde die südafrikanische Energiewende deutlich hinauszögern. Und es würde auch in dem Fall marine Ökosysteme stark gefährden. Genau, so viel erstmal zu solchen Carbon-Lock-Ins. Genau, ein interessanter Punkt ist natürlich auch noch, inwieweit sind Banken auch immer noch in fossilen Geschäften drin. Dafür gibt es in wenigen Tagen am Weltspartag eine Aktion, bankonourfuture.org, beziehungsweise Hashtag DefundClimateChaos, der sich mit Divestment und mit dem Rückzug der Banken aus fossilen Geschäften beschäftigt. Das ist eine Möglichkeit, gleich nach der Vorlesung zu solchen Finanzmärkte-Themen aktiv zu werden. Genau, es ist also klar, so geht es nicht weiter. Mit dem Carbon-Kapitalismus ist kein Staat mehr zu machen. Er gefährdet Ökosysteme wie auch soziale Teilhabe und er geht jenseits der Wohlstandsinseln, die er schaffen konnte, mit massiven Ungerechtigkeiten einher. Und er wird uns, selbst wenn es uns gelingen sollte, das 1,5- oder 2-Grad-Ziel zu erreichen, auch in 100 Jahren noch beschäftigen, weil zum Beispiel der Meeresspiegel nur langsam sinken wird und weil Wetterextreme überdauern werden. Wir sind also auf mehr oder minder schnellen Transformationspfaden und bei der Klimakonferenz in Glasgow steht ein globales Stocktaking an, was bilanziert, ob denn die Klimaschutzmaßnahmen der Staaten, Kommunen und Unternehmen eigentlich ausreichen. Bei solchen Klimaschutzmaßnahmen geht es aber eben auch stark um die Frage, wo sind die Klimaschutzmaßnahmen am wirksamsten, meist im globalen Süden. Und welche Rolle spielt der Markt dabei und welche Rolle spielt der Staat? Wir haben gerade einen Trend, dass nämlich grüne Stromerzeugung sehr günstig und konkurrenzfähig geworden ist. Das sieht man auf der Grafik hier. Man kann ja sehr schön sehen, wie die Preise in den Keller gefallen sind und eben in vielen Fällen inzwischen weit unter dem Preis von Kohle liegen. Das ist natürlich ein ganz klares Zeichen, dass das Investment in grüne Energien deutlich lohnt. Und entsprechend ist Green Finance eben dann wichtiges Thema, was eine immer größere Rolle eben auch für die Finanzwelt spielt. Eine kurze Definition, was ist damit gemeint? Green Finance umfasst erstmal jedes öffentliche oder private Investment in Umweltgüter und Dienstleistungen und in eben alle Formen, Umweltschäden zu verhindern. Es umfasst auch öffentliche Politiken, die eben die Finanzmärkte regulieren. Und es umfasst eben auch die Umgestaltung des Finanzsystems selbst. Also zum Beispiel die Möglichkeit, grünes Investment zu zertifizieren, damit man weiß, wo man sein Geld anlegt, dass das tatsächlich auch grün ist und nicht eben nur ein Greenwashing. Darauf komme ich gleich bei den Finanzinstrumenten zu sprechen in 5 Minuten. Gleichzeitig aber neben dem Trend zu Green Finance gibt es auch einen Trend, den Ökonomen als Finanzialisierung bezeichnen. Und darunter verstehen wir das Phänomen, dass eben zusehends Finanzmarktlogiken über politische Ausrichtungsprozesse dominieren. Das ist etwas, was mir als Politikwissenschaftlerin natürlich ganz besonders auffällt. Und das bedeutet, dass genuin politische Normen und Interessen, also wie zum Beispiel Umwelt- oder entwicklungspolitische Normen, durch eine neue normative Ordnung verdrängt werden, die dann eben auf bestimmten Maßstäben basiert. Dem Maßstab der Bankability, eine Idee muss auch wirtschaftlich verwertbar sein. Auf Scalability, sie muss an sehr vielen unterschiedlichen Orten verwertbar sein, auf Effizienz sowie auf der Eliminierung von Investitionsrisiken. Genau, und dieser Trend hat natürlich Folgen sowohl für die fossilen Beharrungskräfte als auch für die Struktur und Gestaltung von solchen Transformationspfaden in Richtung Green Economy. Er bedeutet, dass manche Interessen große Bedeutung haben, dass Investoreninteressen zählen, aber auch, dass ein Wettbewerb um die besten Ideen und Innovationen geführt wird. Und
Das manifestiert sich einerseits auf der Ebene der Finanzinstrumente, dazu komme ich gleich, und davor gelagert manifestiert sich das aber eben noch auf der Ebene politischer Programmatiken und in der Klimagovernance. Deswegen bitte nach Glasgow blicken in den nächsten Wochen und schauen, wie da über Finanzialisierung und Green Finance verhandelt wird. Und nächstes Jahr im Herbst auch in den IPCC-Synthese-Report blicken. Der wird nämlich ein großes Kapitel zu grünen Investitionen enthalten. Und da werden sehr viele Maßstäbe eben auch gesetzt, wie Green Finance eigentlich gestaltet werden soll und wie das Klimapolitik vorantreiben soll. Genau, jetzt zunächst der Blick auf die politischen Arenen. Da gibt es eine Reihe globaler Rahmenverträge, die eine grüne Transformation voranbringen sollen. Besonders wichtig ist natürlich das Paris Climate Agreement, was 2015 in Paris verabschiedet wurde. Da wird unter anderem die Idee des Emissionshandels aus dem Kyoto-Protokoll weitergeführt. Und der basiert unter anderem auf der Grundidee, dass Klimaschutznahmen am besten dort durchgeführt werden sollen, wo sie besonders wirksam sind. Und das bedeutet normalerweise im globalen Süden, unter anderem wegen geringerer Lohn- und Gehaltskosten. Genau, was auch vereinbart wurde, war, dass Industrieländer zwischen 2020 und 2025 100 Milliarden US-Dollar für den Umbau der Energieversorgung, aber auch zur Beseitigung der durch den Klimawandel verursachten Schäden zur Verfügung stellen sollen, im Rahmen des Green Climate Fund, inzwischen dem größten grünen Fonds weltweit. Eine weitere politische Arena sind die Sustainable Development Goals. Das sind 17 Ziele, die eine globale Transformation in Richtung Nachhaltigkeit vorantreiben sollen. Das Konzept entstammt der Entwicklungszusammenarbeit, aber die SDGs gilt es in allen Unterzeichnerstaaten zu verwirklichen, also auch im globalen Norden. Die Ziele sind hoch gesteckt und bis 2030 werden 7 Billionen US-Dollar benötigt, um die Ziele verwirklichen zu können. Und besonders teuer ist das 7. SDG zur Transformation der Energiesysteme. Und da ist eben klar, seine Realisierung ist allein durch öffentliche Finanzierung, zum Beispiel durch die Vereinten Nationen, die Weltbank oder die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa nicht zu bewerkstelligen. Und deswegen gilt es, neue grüne Finanzquellen zu aktivieren, beispielsweise in Form grüner Fonds oder durch neue grüne Direktinvestitionen. Und dafür wiederum setzt einen strategischen Rahmen die Maximizing Finance for Development Agenda der Weltbank, die 2020 verabschiedet wurde. Nach dem Motto Billions to Trillions, also Milliarden zu Billionen, soll der Einsatz von öffentlichen Milliarden seitens multilateraler Geber private Märkte mobilisieren und dann eben die Finanzierung der SDGs ermöglichen. Also eine sehr enge Kopplung zwischen privaten und öffentlichen Geldern und die Idee, dass eben durch die öffentlichen Gelder nochmal private Hebeleffekte ausgelöst werden und der privatwirtschaftliche Sektor noch stärker in Richtung Nachhaltigkeit mobilisiert wird. All das manifestiert sich in einer Fülle von grünen Finanzinstrumenten, die machtvolle positive wie auch negative Effekte haben. Und ich werde jetzt 5 Stück davon vorstellen, jeweils mit einem Blick auf die Funktionsweise und auf die Effekte, die sie haben. Genau, das ist eine sehr verwirrende Grafik. Ich erkläre gleich, was es damit auf sich hat. Und die ganzen Abkürzungen sind nicht klausurrelevant. Man kann sie aber alle nachlesen in einer längeren Erläuterung zu dieser Grafik, die freundlicherweise von Climate Finance Updates entwickelt wurde. Genau, grüne Fonds erfreuen sich großer Beliebtheit und die Funktionsweise ist folgende. Die verschiedenen Fondsgesellschaften sammeln privates und öffentliches Kapital ein und investieren es in Klimaschutzprojekte. Climate Funds Updates listet 27 große Fonds auf. Manche agieren regional, zum Beispiel mit Fokus auf Brasilien oder auf das Kongo-Becken. Manche sind von nationalen Gebern, wie zum Beispiel Norwegen mit dem NICFI-Fonds, den man da oben sehen kann. Und manche funktionieren eben über multilaterale Geber. Genau, und diese Grafik hier, die zeigt, wie der Geldfluss dabei genau läuft. Es fängt oben an bei den Contributors, das sind die nationalen Regierungen, in dem Fall viele große europäische und nordamerikanische Geber, die erstmal das Geld zur Verfügung stellen, zum Beispiel an die verschiedenen entwicklungspolitischen Agenturen und ausführenden Organe. In Deutschland ist das Entwicklungshilfeministerium, die Entwicklungsagentur GIZ und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. In anderen Ländern können das ganz andere Institutionen sein. Die implementieren die Programme und das Geld fließt dann häufig, also manchmal fließt das Geld dann direkt in die Fonds und manchmal fließt es aber erstmal auch an die multilaterale Ebene.
Das können die Finanzierungsmechanismen im Rahmen der UN-Umweltbehörde, der UN-Klimakonferenz, UNFCCC sein. Da findet man hier zum Beispiel den GCF, den Green Climate Fund, auf den ich gleich zu sprechen komme, oder die globale Umweltfazilität, die Global Environmental Facility, die solche Fonds managen. Es gibt noch andere Finanzierungsmechanismen, die dann eben über die UN-Umweltbehörde, UNDP, laufen oder über die Landwirtschaftsorganisation FAO. Und die legen dann viele andere Fonds auf und die multilateralen Banken, hier als MDBs bezeichnet, die Weltbank gehört zum Beispiel dazu, die verwalten dann eben auch die einzelnen Fonds und sind dann diejenigen, die den eigenen Finanzierungsprozess und die Projektumsetzung dann begleiten. Man sieht dann eben hier in Grün auch schon eine ganze Reihe solcher Fonds, die dann zum Beispiel der Weltbank unterstellt sind. Genau, das ist so der Kapitalfluss, und das zeigt natürlich auch, dass es ein ziemlich komplexes Unterfangen ist. Und dass eben hier öffentliche Gelder und private Gelder vermischt sind. Manchmal gibt es auch Blended Finance, wo dann eben eine Kombination aus öffentlichen und privaten Finanzkanälen in den Blick genommen wird. Die Fonds agieren zum Teil regional, zum Teil auch weltweit, manche allgemein, manche themenspezifisch, zum Beispiel nur auf Waldschutz bezogen. Es gibt manchmal direkte Kapitalflüsse, aber oft wird eben auch der lange Weg über die multilaterale Ebene gemacht, der es manchmal komplizierter macht und auch schwieriger macht, die Fonds direkt anzuzapfen. Genau, den Green Climate Fund können wir uns jetzt gleich ein bisschen genauer anschauen. Das ist inzwischen der größte Fonds weltweit. Er hat 2020 7,4 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gehabt und ist zurzeit dabei, 220 Projekte zu verwirklichen, vor allen Dingen im südlichen Afrika und in Inselstaaten. Er gibt ihn seit 2015 und er ist eben im Rahmen der Pariser Klimakonferenz in Kraft gesetzt worden. Und seinen Sitz hat er in Südkorea. Genau, man kann hier auf diesem Sankey-Chart ein bisschen sehen, wo das Geld ungefähr hinfließt. Na, man sieht, es fließt relativ viel Geld in Energie, in Energiesicherung und erneuerbare Energien, in generelle Umweltschutzmaßnahmen. Und viel ist auch relativ unspezifisch, weil es häufig darum geht, in übergreifende Energieinfrastrukturen aufzubauen. Das kostet viel Geld und ist oft eben auch grenzüberschreitend angelegt. Und man kann sehen, es fließt relativ viel Geld in südliche Afrika. Dann fließt aber auch viel Geld in Länder wie Brasilien oder Ägypten. Und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die Länder am stärksten gefördert werden, die am vulnerabelsten sind, sondern die Art und Weise, wie der Fonds agiert, läuft über Antragsverfahren. Im Prinzip können Regierungen aller Länder und auch eben die großen Entwicklungshilfeorganisationen Anträge stellen beim Green Climate Fund. Das heißt, sie reichen also eine Projektbeschreibung ein. Sie wollen das und das Klimaschutzprojekt da und da verwirklichen mit den und den Zielen. Und bei den Treffen des Fonds wird dann eben darüber entschieden, welche Projekte gefördert werden, nach bestimmten Förderkriterien. Vor allen Dingen natürlich auch die Frage, wie wirksam ist das Projekt, wie wahrscheinlich ist es, dass die Ziele erreicht werden. Und das bedeutet einerseits, dass natürlich sehr genau kontrolliert wird, wie wird das Geld ausgegeben, fließt das in sinnvolle Projekte. Andererseits bedeutet es natürlich auch, dass die Antragsteller nachweisen müssen, dass sie auch wirklich in der Lage sind, das Projekt kompetent umzusetzen. Das heißt aber auch, dass es viel politische Debatte darum gibt, welche Projekte umgesetzt werden und welche nicht. Und tatsächlich ist der Zugang für Antragsteller aus dem globalen Süden häufig schwierig. Die haben nicht so große Kapazitäten wie jetzt zum Beispiel Brot für die Welt oder eine andere große entwicklungspolitische NGO, für die es deutlich einfacher ist, solche Anträge zu schreiben. Und das führt natürlich zu gewissen Ungerechtigkeiten, denn man könnte ja auch argumentieren, Äthiopien ist Experte für sein eigenes Land und seine eigenen Klimaprobleme. Eigentlich sollten die ihr Projekt selbst umsetzen dürfen und sollten nicht darauf angewiesen sein, dass jetzt eine entwicklungspolitische NGO in ihrem Land ein Klimaschutzprojekt umsetzt. Und eine andere Frage ist natürlich auch, welche großen Projekte werden gefördert, einige der teuersten Projekte. Das kann man alles auf der Seite Aid Atlas nachschauen. Einige der teuersten Projekte beschäftigen sich natürlich mit Infrastrukturen, aber das zweitteuerste Projekt ist der GREF Next. Das ist quasi ein Dachfonds, der grünes Risiko bündelt, um so die einzelnen Risiken zu minimieren und zusammengesetzte Wertpapiere zu erzeugen, in denen dann eben Anteile von unterschiedlichen grünen Klimaschutzprojekten gebündelt werden und in dem dann eben kleinere Anleger anlegen können oder Banken eben Kapital investieren können. Das ist also ein Projekt, was gar nicht direkt Klimaschutzprojekte fördert, sondern es ist einfach nur ein Fonds, der über einzelne Fonds
verwaltet ist, etwa so wie wie Indexfonds ansonsten auch funktionieren. Genau, es gibt da dann eben auch eine entsprechende Kritik daran, an der Art und Weise, wie das Geld vergeben wird. Belinda Petrie sagt, the problem is not so much a lack of projects, but the bureaucratic loopholes to which hard-pressed governance must jump. There are three aspects to GCF readiness. These are the ability to ground the project in stable policy frameworks, to access the money through project proposals, and then to deliver it effectively and transparently. There is a risk that the countries which are most in need will be left out, precisely because they have the least capacity to prepare for the fund. Damit ist die Problematik, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Genau, Energieauktionen sind ein weiteres Finanzinstrument, was sehr beliebt ist. Das Ziel davon ist, Unternehmen ins Land zu locken und den Wettbewerb um die Ansiedlung erneuerbarer Energien zu forcieren und dabei Beratung und Unterstützung anzubieten. Den Anlagenbau durch unbürokratische Planungsverfahren zu erleichtern und staatlich zu steuern, was wo gebaut wird. Das Prinzip ist, ein Staat oder ein Unternehmen eröffnet oder eine Agentur eröffnet ein Ausschreibungsverfahren. Unternehmen können sich dann mit einem Projektantrag auf Solar-, Wind- oder Biomassekraftwerke bewerben und normalerweise erhält der günstigste Anbieter den Zuschlag. Auf der Karte hier kann man sehen, dass sich allein schon zwischen 2010 und 2016 die Energieauktionen sehr ausgeweitet haben. Ich denke, in den letzten paar Jahren hat sich das nochmal sehr stark verändert. Und rechts ist ein Beispiel aus unserer Forschung zur Energieauktion im südlichen Afrika, in Südafrika. Man sieht, die Windprojekte sind natürlich alle an der Küste angesiedelt in Blau. Das ist logisch, weil da der Wind weht. Bei den Solarprojekten kann man aber sehen, die sind ungleich verteilt und in einigen wirtschaftlich besser dastehenden Regionen sind sehr viele Projekte und im Norden von Südafrika sind nur ganz wenige Solarprojekte zu finden. Das ist deswegen ein Problem, weil da im Norden Südafrikas die meisten Kohlezechen stehen, in der Provinz Mpumalanga zum Beispiel, die von Greenpeace als einer der weltweiten Hotspots für Feinstaubbelastung gesehen werden. Und in Mpumalanga werden viele dieser Zechen in den nächsten 15 Jahren schließen und es werden dabei etwa 30.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Aber solange dort eben jetzt nicht solche erneuerbaren Energienprojekte entstehen, finden sich natürlich für die Kohlekumpel keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten mehr. Genau, ein weiteres Instrument sind Mikroversicherungen. Hier ist das Ziel, vor klimawandelbedingten Risiken zu schützen, etwa durch Ernteausfälle, Dürre, Überflutungen und Insektenplagen. Und hier hat die G20 vor einigen Jahren die Insure Resilience Global Partnership verabschiedet. Die enthält verschiedene Risikoversicherungen, zum einen eine direkte. Das Ziel ist, bis Ende letzten Jahres 400 Millionen Bauern und Bäuerinnen zu versichern und das bis in 5 Jahren auf weitere 100 Millionen auszuweiten. Dann eine indirekte Risikoversicherung. Damit ist gemeint, dass ganze Staaten gegen Wetterextreme versichert werden können. Und diese Versicherungspartnerschaft hat bisher 1,5 Milliarden Euro zugesagt, um die in Versicherungsrisiken zu stecken. 800 Millionen Euro kommen da von der BID, weil das eine deutsche Idee gewesen ist bei der G20-Konferenz. Das ist durchaus ein sehr, sehr wirksames Instrument. Das kann für den einzelnen Bauer natürlich überlebensnotwendig sein, zu wissen, die eigene Ernte ist versichert, wenn es jetzt zu einer Dürre kommt oder zu einer Extremwetterlage. Es sind allerdings bestimmte Risiken nicht versicherbar, zum Beispiel Hurricanes. Die treten zu oft und zu regelmäßig auf, als dass sie sinnvoll versichert werden können. Und nach einer Rechnung vom Entwicklungshilfeministerium sind nur Risiken versicherbar, die nur etwa alle 15 Jahre auftreten. Die Frage ist natürlich, wann genau tritt die Versicherung ein? Da gibt es sogenannte Trigger-Effekte. Die treten dann ein, wenn zum Beispiel nachgewiesen werden kann über Wettersatelliten oder über einen bestimmten Grenzwert überschritten wird, dass eben eine Dürre besteht, weil bestimmte Niederschlagsmengen unterschritten worden sind. Das kann also eine sehr wirksame Sache sein, aber es ist natürlich auch eine Form individueller Risikovorsorge. Das bedeutet, es kann zu Verwerfungen führen, wenn zum Beispiel in einem Dorf Bauer A eine Versicherung abschließt, Bäuerin B skeptisch ist und Bauer C das auf gar keinen Fall machen möchte und dann eine Person versichert ist und der andere nicht. Und das bedeutet im Prinzip schon, dass das, wenn man so eine Versicherungspraktik einzieht mit ganz bestimmten Logiken, dass das dazu führt, dass jetzt individuelle Risikovermeidung als
die bessere Strategie gilt und dass jetzt sowas wie kollektive Solidarität oder gemeinsame Vorsorge innerhalb einer Dorfgemeinschaft möglicherweise als nicht mehr so als soziale Praktik gelten. Das könnte sein, dass sich durch die Einziehung von solchen Versicherungslogiken auch im sozialen Gefüge eines Dorfes oder einer Gemeinschaft nochmal sehr viel verändern kann. Das ist auch etwas, was man so soziologisch betrachten sollte. Genau, deswegen ist es zum Beispiel Brot für die Welt wichtig, dass man solche Versicherungen in einer solidarischen Weise betreibt und dass man sich zum Beispiel auch fragt, wer ist am vulnerabelsten und nicht einfach nur die Person mitnimmt, die in der Lage sind, die Versicherung zu bezahlen, sondern auch die mitnimmt, die vielleicht das Geld dafür gar nicht haben, die Prämie zu zahlen. Und dass man sich fragt, wie man mit der Schutzlücke umgehen kann, die durch Versicherungen eben nicht zu schließen ist. Genau. Hängt meine Folie gerade? Ah, jetzt hängt sie nicht mehr. Sehr gut. Genau, ein weiteres Instrument, aber diesmal auf einer Metaebene, ist die Einführung einer grünen Taxonomie, die EU-Taxonomie-Verordnung, um die zurzeit gestritten wird. Die Idee dahinter, genau, die Frage ist erstmal, wie grün sind eigentlich die Wertpapiere, die einem manchmal von Volksbank oder Sparkassen angeboten werden? Ich weiß jetzt nicht, ob euch als Studierenden regelmäßig Wertpapiere angeboten werden. Vielleicht tradet aber irgendjemand auch mit einer App. Mir hat meine Bank neulich angeboten, ich soll doch, wo ich mich doch so für Nachhaltigkeit interessiere, in die Produkte des Union Investment Fonds investieren. Und tatsächlich ist aber eben der Markt für grünes Geld ziemlich unübersichtlich und sehr lange Zeit galten bereits solche Anleihen als grün, die einfach nur keinen direkten Umweltschaden angerichtet haben. Also zum Beispiel Immobilienfonds, die schaden der Umwelt ja nicht direkt. Und das wurde einem dann eben auch manchmal empfohlen. Und auf der EU-Ebene wird eben gerade darum gestritten, wie so eine grüne Taxonomie aussehen könnte, die Finanzprodukte zertifiziert, sodass klar ist, ob ein Finanzprodukt, ein bestimmtes Wertpapier umweltfreundlich ist oder nicht. Dafür gibt es bestimmte Kriterien. Klimamitigation, Anpassung an Klimawandelfolgen, nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, Kreislaufwirtschaft, Schutz vor Umweltverschmutzung und Schutz der biologischen Vielfalt. Es gibt außerdem einen Schwellenwert und nur solche Technologien, die weniger als 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde freisetzen, gelten als nachhaltig. So weit, so gut, aber es ist eben großer Streit darum entbrannt, was für Energien denn eigentlich hier hineinfallen. Die Frage ist zum Beispiel, ist Nuklearenergie nachhaltig, weil sie ja nicht direkt CO2 freisetzt? Kann man Atomkraft als ein grünes Investment betrachten oder nicht? Frankreich, Großbritannien, Tschechien, Polen, Ungarn, die Slowakei, Bulgarien, Rumänien und Slowenien sind der Meinung, ja klar, Nuklearenergie kann eine grüne Geldanlage sein und sind da eben gerade im Clinch mit der EU-Kommission. Deutschland, Dänemark, Luxemburg, Österreich und Spanien sind haben die Gegenposition. Die sind der Meinung, nein, das darf nicht in die Taxonomie aufgenommen werden. Und genau, es gibt aber eben auch noch weiterreichende Debatten, in denen zum Beispiel auch darüber gesprochen wird, ob Gas als eine Brückentechnologie auch aufgenommen werden soll, weil Gas ja den Weg in eine dekarbonisierte Gesellschaft ebnen könnte. Und ich würde das sehr problematisch sehen, weil ich eben eher der Meinung bin, der Brückentechnologie schafft auch wieder neue fossile Abhängigkeiten und führt eben einen ganz bestimmten Pfad, eine ganz bestimmte Pfadabhängigkeit weiter fort. Und das erscheint mir eben jetzt nicht als eine Form der nachhaltigen Investition. Und eine Entscheidung darüber wird Ende des Jahres erwartet. Vielleicht dazu mal in die Zeitung gucken oder auf dem Portal Euraktiv gucken, wo diese beiden Schlagzeilen auch herkommen. Da wird zurzeit intensiv drüber berichtet. Genau, jetzt komme ich zum fünften Politikinstrument, auch wieder auf der Metaebene, das sogenannte De-Risking, was auch noch relativ wenig beforscht wird. Das basiert auf einem bestimmten Dilemma. Bisher habe ich ja Instrumente vorgestellt, mit denen grünes Investment gefördert werden soll. Aber was ist, wenn die Anleger sich nicht trauen, wenn die sich nicht in Länder trauen, weil die dortigen Energiemärkte zwar als vielversprechend, aber auch als risikoreich und abenteuerbehaftet gelten? Hier tritt ein neues Finanzinstrument auf den Plan, sogenannte De-Risking-Instrumente. De-Risking wurde ab 2010 als Strategie für den erneuerbaren Energiensektor entwickelt und das geht zunächst zurück auf Studien der Deutschen Bank und auf Studien, die im Rahmen der Vereinten Nationen entwickelt worden sind. Die erweitern frühere Maßnahmen der Risikominimierung. Früher und schon seit 1949 gibt es das Instrument der Hermes-Wirtschaft, mit der die Hermes-Euler-Versicherung, erkennt vielleicht das Gebäude in Bahnfeld am Bahnhof,
mit dem die Hermes-Euler-Versicherung Exportrisiken für deutsche Unternehmen absichert. Und das sind also Exportkreditversicherungen, die ein bestimmtes Unternehmensprojekt absichern. Und wenn das eben schief geht, zahlt der deutsche Staat. In dem Fall ist es aber so, dass jetzt die Akteure und das Akteurshandeln in den risikobehafteten Staaten selbst in den Blick kommt und dass eben gesagt wird, ja, was können wir denn tun, um diese Staaten und deren Wirtschafts- und Fiskalpolitiken selbst zu verändern? Was kann man machen, um an diesen Staaten grundsätzlich umzuschrauben, sodass sie als attraktivere Investitionsstandorte gelten? Der Blick richtet sich dabei natürlich vor allen Dingen auf solche sogenannte Entwicklungsländer, die einerseits gute Energieressourcen haben, also zum Beispiel starke Sonneneinstrahlung oder viel Wind, wo man also im Prinzip erstmal wunderbar Solar- oder Windkraftwerke errichten könnten und wo aber die wirtschaftliche Struktur als unattraktiv und risikoreich gilt. Dafür gibt es bestimmte Risikokategorien, zum Beispiel das Power-to-Market-Risk, was eine mangelnde Liberalisierung bezeichnet, das Resource and Technology Risk, was bedeuten kann, dass es Landkonflikte gibt oder dass zu wenig Personal da ist, oder das Counterparty Risk, was dafür steht, dass es schwache Institutionen gibt. Und die De-Risking-Maßnahmen umfassen dann eben die Risikoversicherungen und marktschaffende Energie- und Finanzpolitiken und schützen einerseits konkrete Investitionsvorhaben und betreiben aber eben Politikberatung, die darauf abzielt, dass in Ländern nur sogenannte Cornerstone-Policies verabschiedet werden. Das sind all die Politiken, die marktschaffend sind und die eine rasche Markttransformation in Richtung Green Economy fördern. Also zum Beispiel Steuerbefreiungen oder eine Extraprämie zusätzlich zur Einspeisevergütung, die ein Land dann eben aus Unternehmersicht attraktiver erscheinen lassen. Und die Risking-Instrumente können natürlich einen unternehmerischen Wettbewerb fördern. Die können dafür sorgen, dass sich Unternehmen eher ansiedeln. Aber es bedeutet natürlich auch einen Primat dieses Investoreninteresses über eigenen Politiken. Und das bedeutet auch, dass als Cornerstone-Policies nur solche Energiepolitiken zählen, bei denen es eben direkt darum geht, Unternehmen anzusiedeln. Aber das demokratische Element von erneuerbaren Energien oder die Frage eines Technologietransfers, die steht weit dahinter zurück. Und unsere Forschung das ist hier von einer der De-Risking-Agenturen so eine Darstellung, was so typische Risiken sein könnten. Und ich finde es sehr charakteristisch, wie das hier zusammengefasst wird, weil nämlich dann eben zum Beispiel auch Proteste oder Umweltauflagen eben auch als ein Risiko gelten. Naturschutzgebiete, die vorhanden sind, gelten als Risiko. Und das zeigt natürlich, dass hier ein ganz bestimmter Blick dominiert an der Stelle. Genau, und unsere Forschung in Sambia, die hat sich stärker mit De-Risking befasst und wir haben dabei untersucht, wie denn eigentlich in Sambia De-Risking erfolgt und was die Problematiken davon sind. Sambia ist im südlichen Afrika gelegen, an der Grenze zu Botswana und Kongo beispielsweise. Und Sambia hatte lange Zeit nur wenige moderne Energiepolitiken, hatte einige große Wasserkraftwerke am Sambesi und im Laufe der Zeit bestand großer Energiebedarf, weil die Bevölkerung gewachsen ist, weil sich Konsumstile verändert haben, weil Sambia sich dem Tourismus geöffnet hat. Und gleichzeitig zeigte sich aber, dass der nationale Energieversorger weitgehend zahlungsunfähig war. Sambia hatte dann gerade den Energieeinspeisetarif eingeführt und Investoren haben sich aber abgewandt, weil halt irgendwann durchsickerte, der nationale Energieversorger ist zahlungsunfähig. Man wird die Einspeiseprämie wahrscheinlich gar nicht bezahlt bekommen. Und in der Situation trat ein solches De-Risking-Instrument auf den Plan. Also in einer Situation, ich war damals selber im Land, die durch massive Stromausfälle geprägt war. Es fiel teilweise 10 Stunden am Tag der Strom aus und auch die Stahlwerke im Land standen still. Und das ist natürlich etwas, also dass sogar die Schwerindustrie stillgelegt werden muss, das ist natürlich etwas, wo klar ist, das Land gerät an die Grenze der wirtschaftlichen Stabilität. Und damals hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also die Deutsche Entwicklungsbank, vorgeschlagen, dass Sambia das GetFit-Programm durchführt. Und das ist eben ein solches De-Risking-Instrument. Das basiert auf 4 Säulen. Dem sogenannten Viability Gap Funding. Damit ist gemeint, dass die in der Finanzierungslücke geschlossen wird, dass also für jede Kilowattstunde erneuerbare Energien, die produziert wird, eine extra Prämie drauf gezahlt wird, dass es eine technische Zusammenarbeit gibt durch eine Rechtsberatung, die also zum Beispiel
Genau, die also zum Beispiel bestimmte Rechtsdokumente zur Verfügung stellt, damit klar ist, wie Unternehmen angemeldet werden kann oder wie die Berichtspflicht genau erfolgt. Dann ein Risikominderungsinstrument, die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die African Trade Insurance, ein afrikanischer Risikoversicherer, standen bereit, um dann eben Risiken zu unternehmen, wenn ein Unternehmen zahlungsfähig werden sollte oder eben wenn die nationale Energiebehörde wieder zahlungsunfähig werden sollte. Und verschiedene Firmen haben sich dann eben auch um die Netzintegration gekümmert. Also insgesamt dann natürlich ein sehr umfangreich gestütztes Paket, was alle Eventualitäten absichert und was viele Möglichkeiten bietet, um dann eben ins Land zu gehen und Energieauktionen durchzuführen. Ein Gesamtpaket, was individuelle Risiken absichert und was gleichzeitig eben durch so marktöffnende Politikinstrumente ein freundliches Klima schaffen kann. Und bisher haben dabei zwei Energieauktionsrunden stattgefunden, durch die dann eben jeweils 100 Megawatt Solarenergie und Wasserenergie ins Land kommen konnten. Und die Gewinner der Bieterrunden waren meistens europäische oder amerikanische Unternehmen, die vorher schon auf dem südafrikanischen Energiemarkt aktiv waren und jetzt die Möglichkeit nutzen wollten, auch nach Sambia zu expandieren. Die Energieauktionen wurden durchgeführt durch eine norwegische Unternehmensberatung, die das vorher auch schon in Uganda gemacht hat. Für die Rechtsberatung ist eine britische Law Firm zuständig und die Bewerbung auf diese Energieauktionen war aber nur möglich für Firmen, die mehr als 25 Millionen US-Dollar Jahresumsatz machen. Diese Punkte, die ich da gerade genannt habe, die norwegische Unternehmensberatung, die britische Law Firm und die Schwelle für die Bewerbungen bei den Firmen, zeigt aber natürlich auch, dass der Prozess sehr, sehr virtuell läuft, dass die Ownership Sambias sehr gering ist, dass sich kleine Unternehmen aus der Region oder aus Südafrika nicht bewerben konnten und dass es dadurch natürlich schon ein ziemlicher Closed Shop ist, dass, und dass natürlich es gelungen ist, so ein De-Risking durchzuführen, dass der das Anlagemarkt natürlich attraktiver geworden ist, aber dass eben der sambischen Regierung oder den sambischen Akteuren kaum noch Möglichkeiten bestehen, sich mit so einem Projekt tatsächlich zu identifizieren. Und ein Technologietransfer hat eben auch nicht stattgefunden. Das sind so die Probleme, die mit De-Risking einhergehen. Dass es also auch ein extrem entpolitisierendes Instrument sein kann, was zwar Investoren dient, was aber so die ganzen politischen Aspekte, die mit Energiewende einhergehen, vollkommen negiert. Ich komme jetzt zum Schluss mit dem Versuch, das alles jetzt mal, diesen ganzen Kosmos zusammenzufassen, was natürlich kaum gehen wird. Ja, wohin steuern grüne Transformationen? Welche Thesen und Trends zeichnen sich ab? Ich denke, der Blick über die verschiedenen Finanzinstrumente hat gezeigt, Marktinteressen sind stark geworden. Sie haben durchaus eine Berechtigung, denn solche Auktionsinstrumente und grünes Investment können zum Beispiel den Stranded Assets entgegenwirken, die ein empfindliches Problem sind. Und sie können damit eine stabilisierende Funktion haben und auch solchen Carbon Lock-ins vielleicht was entgegensetzen. Aber solche Auktionsinstrumente geben zum Beispiel oft einfach nur dem günstigsten Anbieter den Zuschlag und die diskriminieren damit kleine und mittlere Unternehmen und Marktneulinge, die kein weltweit skalierbares Geschäftsmodell haben, wie man am Beispiel Sambia sehen konnte. Man kann hier lernen von Südafrikas Auktionsinstrument. In Südafrika ist es notwendig, wenn man sich auf Energieauktionen bewerben möchte, dass man auch vor Ort Sozialprojekte umsetzt, dass man auf allen Management-Ebenen schwarzes Personal einstellt und dass man eben Südafrika nicht einfach nur als einen weiteren Anlageort begreift, sondern eben tatsächlich Energiewende im Land auch politisch umsetzt und die politische Dimension auch betrachtet. Genau, ein weiterer Aspekt, grüne Fonds sind für Staaten aus dem globalen Süden oft schwer anzuzapfen. Das bedeutet, dass Änderungen in den Antragsverfahren dringend notwendig sind. Dann Aspekt, Discourses of Climate Delay, Klimaverzögerungsdiskurse hemmen Transitionsprozesse. Die Carbon Lock-ins sind ein Problem und Verzögerungstaktiken und Greenwashing sind, Beispiel EU-Taxonomie, natürlich auch ein großes Problem. De-Risking kann ein sehr wirksames Instrument sein, gerade weil das Maßnahmenbündel so umfassend ist und eben auf der staatlichen Ebene selbst ansetzt. Das kann natürlich wirksam sein, um Staaten, die sich in so einer Dilemmasituation befinden wie Sambia, auf dem Weg zu einer Energietransition zu unterstützen. Aber das De-Risking zeigt, wie ich gerade, glaube ich, auch gezeigt habe an dem Beispiel, tief in politische Souveränität ein. Es entpolitisiert und
delegitimiert Transitionsprozesse. Das heißt, die demokratische Komponente von einer grünen Transformation geht verloren, die wird ausgeblendet. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass die gerade entstehende Green Economy auch dringend eingehegt wird, weil ein entfesselter grüner Kapitalismus im Widerspruch stehen kann zu sozialer und ökologischer Gerechtigkeit, weil er eben die demokratischen Aspekte vernachlässigt. Das zeigen beispielsweise Landkonflikte um Windkraft oder um Solaranlagen. Die verweisen darauf, welche Probleme demokratischer Natur mit einer grünen Finanzmarktorientierung auch einhergehen können. Und es zeigt, dass solchen Projekten die politische und demokratische Legitimität abhanden kommen kann. Und von daher ist es wichtig, dass man so einer marktorientierten Transformation staatliche Steuerungsmöglichkeiten entgegensetzt und dass faire Technologietransfers stattfinden können. So viel von meiner Seite als Fazit. Wer jetzt mehr darüber nachlesen möchte, dem kann ich hier noch einige Artikel ans Herz legen. Genau, vielen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt zu einem so trockenen Thema. Ich hoffe, es war trotzdem spannend und ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Danke, dass ihr da seid. Danke dir für den schönen Vortrag und die Einblicke in eine Disziplin, mit der vielleicht nicht alle vertraut sind. Und ich glaube, es ist auch immer sehr interessant, einen Beitrag zur Klimakrise aus anderen Wissenschaften zu hören, die nicht unbedingt naturwissenschaftlich sind. Bevor wir jetzt weitergehen im Programm, es kamen nämlich sehr viele Nachrichten von den Studis, zum einen zum QR-Code fürs Onboarding und auch für die geupdatete Version mit den Testterminen. Wir würden die alle einmal nochmal neu hochladen auf den jeweiligen Websites von euren Hochschulen oder Universitäten. Also OLAT für die Universität Hamburg, StatIP für die TUHH und EMIL für die HAW. Und dann kommen wir auch zum nächsten, weil da waren gerade so viele Fragen zu den Tests. Natürlich müsst ihr die Online-Tools von eurer Universität nehmen. Also OpenOLAT ist nur für Uni Hamburg und die TU benutzt bitte Elias. Da haben wir aber noch nicht die Tests fertig gemacht. Da könnt ihr euch noch gar nicht anmelden. Das ist alles noch eine Aufbauphase. Wir haben auch noch gar nicht alle Testfragen. Emil, könnt ihr euch schon anmelden? Da würde ich aber unsere Expertin Eva, die Studentin des Monats der HAW, dazu rufen, damit sie einmal kurz das erklärt, was da Besonderes gemacht werden muss. Eva, bist du schon da? Ja. Moin. Hi. Ja, ich glaube, ich teile einmal ganz kurz meinen Bildschirm dann. Es ist eigentlich total einfach. Also ich denke, alle Leute, die hier drin sind, sind wahrscheinlich schon in dem Emil-Raum drin. Falls ihr irgendwie anders an den Link gekommen sein solltet und euch noch für den Emil-Raum anmelden wollt, dann ist das einfach, also heißt der Raum wieder Our House is on Fire und es gibt keinen Einschreibeschlüssel, das heißt, ihr könnt einfach so euch da anmelden. Genau, dann was sehr wichtig ist, ist, dass ihr euch sowohl in Emil als auch, da ist es noch nicht freigeschaltet, aber auf MyHAW irgendwann anmelden müsst, das heißt, ihr müsst hier irgendwie auf diese Abstimmung hier oben gehen, Anmeldung für Prüfungen und da halt dann eben angeben, ob ihr die Tests macht und selbst wenn ihr nicht die Tests macht, dann wäre das ganz cool, wenn ihr das trotzdem beantwortet, weil es gibt auch die Option, ich mache die Tests nicht und dann wissen wir irgendwie, dass ja, ihr das alle gesehen habt und beantwortet habt. Und wenn ihr da dann angeklickt habt, ja, ich mache die Tests und erst dann werden euch halt nachfolgend irgendwie jeweils, wenn die Tests dann halt stattfinden, hier unten diese Tests angezeigt und genau, weil ihr dann in die Gruppe angemeldet für Prüfungen hinzugefügt werdet und ja, wie gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr auch nicht an den Tests teilnehmen, weil ihr die dann auch einfach nicht seht. Und das könnt ihr noch bis zum 8. November, haben wir es, glaube ich, freigeschaltet. Genau, bis zum 8. November könnt ihr das noch machen. Genau, und eine andere Sache ist noch, falls ihr am Life Sciences Campus studiert oder vielleicht Leute kennt, die vielleicht heute nicht da sind und da aber studieren dann und bis 17.45 Uhr immer Vorlesung habt, dann gibt es einen Raum, in dem ich jetzt gerade sitze, und zwar der N517, wo wir irgendwie gemeinsam die Vorlesung schauen können. Ich dachte, das ist irgendwie ganz cool, wenn man ja so lange Vorlesung hat und dann nicht mehr Zeit hat, irgendwie vorher nach Hause zu kommen. Ja, ich glaube, das war's zu HW. Und ja, vielen Dank, Franziska, für deinen Vortrag. Okay, danke für die Einleitung und die Aufklärung, wie man sich zu den Tests anmeldet.
Es gab auch noch weitere Fragen, nämlich wie man das besteht. Wir haben 4 Tests. Es gibt insgesamt halt eine Punktzahl, die man erreichen kann. Davon müsst ihr die Hälfte erreichen. Falls ihr das nicht schafft, würde es noch die Möglichkeit geben, einen Nachschreibetermin wahrzunehmen. Der steht aber noch nicht fest. Den würden wir dann auch erst durchgeben, wenn feststeht, dass überhaupt irgendwer durchgefallen ist. Und das war letztes Jahr auch nur irgendwie 1%. So, ich würde jetzt weitergehen zur Fragerunde. Und um ein bisschen Transparenz zu schaffen, würde ich einmal kurz erklären, wie wir eure Fragen sortieren. Nämlich, wenn ihr die Fragen stellt im FAQ und auch wenn ihr im Chat das schreibt, dann tippen wir das natürlich auch ab. Und dann sammeln wir die alle in einem Pad und in dem Pad clustern wir dann die Fragen nach bestimmten Clustern. Und teilweise gucken wir dann, in welcher Reihenfolge wir die stellen. Und so kommt es dann dazu, wie wir diese Fragen an die Referentinnen weitergeben. Ich wechsle jetzt einmal von meinem Bildschirm zum Cluster. Und würde beginnen, Franziska, mit den Fragen die Fragen Franziska zu stellen. Also zum Einstieg gibt es ein paar Verständnisfragen zum Vortrag. Vielleicht kannst du noch einmal den Begriff GCF erklären. Also ist der Green Climate Fund weltweit der größte oder gibt es halt noch andere grüne Fonds? Genau, also es gibt grüne Fonds wie Sand am Meer, das Forschungsprojekt Climate Finance Updates listen zum Beispiel die 27 größten auf und untersuchen, wie die agieren. Und der Green Climate Fund ist inzwischen eben der größte. Lange Zeit war das Forest Investment Programm, hatte ein ähnlich großes Finanzvolumen und auch der Digfi-Fonds von Norwegen hatte auch ein ähnlich großes Finanzvolumen, aber in den letzten paar Jahren haben eben die Länder, die den Green Climate Fund gemeinsam verwalten, so viel Geld hineingepackt, dass die Finanzsumme eben entsprechend angewachsen ist auf die 7,4 Milliarden, von denen jetzt hier Rede war. Und damit ist es eben der Fonds, der jetzt weltweit das größte Kapital, die größte Menge an Kapital zur Verfügung stehen hat. Danke für die Antwort. Ich habe eine ganz kurze Frage, also ich habe jetzt mehrere kurze Fragen, nämlich was genau ist eine Pfadabhängigkeit? Genau, das ist so ein Begriff so aus der politischen Ökonomie. Damit ist gemeint, dass, ne, ich habe ja vorhin so ein bisschen so einen Exkurs gemacht, wo ich erzählt habe, wie kam es zum Carbon-Kapitalismus, was ist das für ein Wirtschaftsmodell? Eine Pfadabhängigkeit bedeutet eben, die Industrie eines Landes hängt eben in dem Fall eng an Kohle als Energieträger, die Politiken unterstützen dies und mit Pfadabhängigkeit ist dann gemeint, dass es eben sehr schwer ist, von diesem Pfad wieder abzukommen, weil die Beharrungskräfte eben so stark sind. Und Pfad deswegen, um eben den Weg, den ein Land und eine Industrie durch ihre Geschichte hindurch in die Zukunft zu nehmen, zu beschreiben und um eben zu zeigen, bereits die Zukunft ist, wenn man sich zum Beispiel auf so ein fossiles Wirtschaftsmodell eingelassen hat, schon ganz, ganz weit vorgeplant und es ist schwer davon abzuweichen, weil es eben enorme Kosten nach sich zieht. Dankeschön. Und was ist eine Blended Finance? Genau, mit Blended Finance ist gemeint, dass private und öffentliche Gelder kombiniert werden. Also es gibt Fonds, die operieren rein mit öffentlichen Geldern, so wie dieser norwegische Waldschutzfonds. Aber es gibt eben auch Fonds, in denen eben öffentliche und private Gelder miteinander gemischt werden. Und das ist eben auch das Ziel, auf das es gerade bei dieser Billions to Trillions Agenda von der Weltbank hinausläuft, dass eben private Unternehmen und öffentliche Geber viel enger zusammenarbeiten. Dankeschön. Es gab noch die Verständnisfrage zum Thema grüne Taxonomie. Müssen alle 6 Kriterien eingehalten werden oder nur ein paar davon? Es müssen jeweils nur ein paar davon eingehalten werden, weil diese Kriterien gelten ja für Finanzprodukte, also zum Beispiel ein Wertpapier, in dem sich jetzt beispielsweise die Aktien von verschiedenen Unternehmen finden. Und die Geschäftspraktiken der Unternehmen sind ja unterschiedlich. Und das geht jetzt nicht nur für zusammengesetzte Wertpapiere, die jetzt alle 6 Ziele verwirklichen helfen, sondern das reicht auch, wenn 1 oder 2 davon enthalten sind. Dankeschön. Ich würde zum nächsten Cluster übergehen, nämlich kritische Reflexionsfragen zur Politik und Wirtschaft. Die erste Frage ist, kann man in der Politik eigentlich von Greenwashing sprechen, wenn zum Beispiel E-Mobilität beworben und subventioniert wird, während es ressourcen- und energietechnisch doch am besten wäre, sein Auto so lange fahren, bis es auseinanderfällt? Ich würde es jetzt nicht direkt als Greenwashing bezeichnen, weil ja
Dann ist es jetzt nicht so, dass eine Technologie beworben wird, die an sich überhaupt nicht grün ist mit den E-Autos. Ich meine, E-Autos haben ja bestimmte Vorteile, dass sie eben kein CO2 freisetzen. Aber es wird natürlich auch manches verschwiegen dabei, nämlich welche weiteren sozialen und ökologischen Kosten damit einhergehen, zum Beispiel durch die Lithiumförderung. Und aber ich meine, klar, ein Auto noch so lange zu fahren, bis es auseinanderfällt, kann ja durchaus auch sinnvoll sein. Die Frage ist natürlich schon auch, wie man es nachrüstet und ob man damit dann noch in Umweltzonen fahren kann oder nicht. Aber das wäre natürlich etwas, was man sich so auf der Ebene von Ökobilanzierung genau anschauen sollte, bevor man da ein Urteil darüber trifft. Aber ich halte E-Mobilität durchaus für eine zukunftsfähige Sache, aber man sollte natürlich auch die kompletten Kosten transparent machen und zum Beispiel sich auch mit der Lithiumförderung beschäftigen. Oder man sollte bei den ganzen E-Rollern, die überall auf den Gehsteigen herumliegen, sich natürlich auch damit beschäftigen, wie nachhaltig sind diese Produkte überhaupt, wenn die teilweise nur eine Lebenszeit von einem halben Jahr haben. Ja, danke. Ist es überhaupt sinnvoll, dass das Modell Kapitalismus auf alle Länder anzuwenden ist? Stichwort Freihandelsimperialismus. Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz große Frage, die ich an der Stelle nicht komplett beantworten kann. Wie sage ich das am besten? Also ich würde die Frage eher umdrehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es für ein Land der Welt sinnvoller ist als für ein anderes, sich jetzt auf ein kapitalistisches Wirtschaftsmodell einzulassen. Denn wie wir inzwischen wissen, kann eben eine kapitalistische Expansion durch das enthaltene Wachstumsdogma und durch die Übernutzung von Natur in jedem Land der Welt schlimme ökologische Folgen nach sich ziehen. Und man kann das jetzt nicht unbedingt qualifizieren, dass es Länder gibt, in denen der Kapitalismus weniger schädlich ist als andere Länder. Das lässt sich jetzt auf der Ebene so, also wenn man das rein theoretisch argumentiert, lässt sich das so nicht sagen. Ich meine, was wir natürlich aus der Geschichte auch wissen, ist, dass die Art und Weise, wie die Expansion verlaufen ist, eine ist, die dann eben mit der Kolonisierung von Staaten und Gesellschaften im globalen Süden einhergegangen ist und dass die Expansion, dass der aufstrebende Industrialismus in Europa eben auch nur möglich war dadurch, dass eben eine Kolonisierung erfolgt ist und dass man dadurch eben Ressourcen zur Verfügung hatte, auf denen sich die hiesigen Wohlfahrtsstaaten gründen konnten. Das ist etwas, was zum Beispiel Gominda Bambra kürzlich in einem Essay über Postcolonial Global Economy sehr eindrucksvoll beschrieben hat. Danke auch für den Literaturtipp gerade. Die nächste Frage ist, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, sei es Funding oder De-Risking, warum ist es für einen Staat immer noch attraktiver, sich 20 Jahre ein Schiff vor die Küste zu stellen, anstatt langfristig mit den Alternativen zu arbeiten? Ein Schiff vor der Küste fördert ja auch nicht unbedingt die staatliche Souveränität. Ja, das finde ich eine sehr schöne Frage, das mal gegeneinander auszuspielen. Und in Ghana fiel tatsächlich irgendwann die Entscheidung gegen so ein Car-Power-Ship, weil eben auch so eine Rechnung aufgemacht wurde, zu sagen, ja, wenn wir da jetzt 10 Jahre lang zahlen, dann haben wir zwar so lange eine sichere Stromversorgung, aber zum Schluss haben wir so viel Geld ausgegeben, wie auch ein Kohlekraftwerk uns gekostet hätte. Jetzt würde ich natürlich an dieser Stelle keinem Land der Welt dazu raten, sich ein Kohlekraftwerk zu errichten, aus bekannten Gründen. Aber es zeigt natürlich, dass es ein strategischer Vorteil ist, wenn man seine eigene Energieversorgung sichern kann, zum Beispiel durch ein solches Kohlekraftwerk. Ich meine, De-Risking ist jetzt ein Konzept, was immer noch sehr stark in der Anfangsphase ist. Und es sind ja nicht unbedingt die Länder selbst, die nach De-Risking rufen, sondern es sind auch die De-Risking-Anbieter, also zum Beispiel die großen Entwicklungsbanken, die sich entscheiden und die sagen, ein Land wie Sambia oder ein Land wie Ghana oder ein Land wie Mosambik qualifiziert sich gerade für ein De-Risking-Programm, weil sie einerseits ein Problem haben und weil uns eine Lösung dafür einfällt. Und für Länder im globalen Süden ist die Entscheidung, lasse ich mich auf so ein De-Risking-Programm ein oder nicht, natürlich schon auch eine schwierige, weil man ja, das hat man am Beispiel Sambia, glaube ich, ganz gut sehen können, ja auch einen großen Teil seiner politischen Souveränität abgibt, also vor allen Dingen seiner Souveränität darüber die eigene Energiepolitik zu gestalten oder sich dann eben auch durch die Risikoversicherungen, die damit einhergehen, auch in größere Abhängigkeit von der Weltbank oder von dem Internationalen Währungsfonds begibt.
für den Fall, dass es zu einer Zahlungsunfähigkeit kommt und dass man dann eben einen Kredit von einem dieser Akteure braucht. Und das ist natürlich auch eine Frage, die sehr unterschiedlich diskutiert wird und die für viele Länder sicherlich etwas ist, was sie nicht unbedingt machen wollen, weil das ja eben ein extremer Einschnitt in das eigene politische Handeln sein kann. Genau, ich meine, und Südafrika kommt für De-Risking eigentlich auch gar nicht in Frage, weil der Finanzsektor nicht als, weil der Sektor nicht als so risikobehaftet gilt. Dankeschön für die ausführliche Antwort. Die nächste Frage ist, was halten Sie von der Gemeinwohlökonomie? Wäre das eine vorstellbare Alternative? Da kann ich nicht so viel darüber sagen, weil ich mich mit dem Modell nicht so stark beschäftigt habe. Was ich aber für sehr interessant halte, sind die verschiedenen Degrowth-Modelle, die es gibt, wo man sich also damit beschäftigt, welche Rolle Wachstum haben soll und wie man von dem Wachstumsdogma wegkommen kann, um eben Natur nicht mehr in so einer massiven Weise zu übernutzen, wie das bisher der Fall ist. Also die Degrowth-Debatten halte ich für ein sehr interessantes Moment, um eben eine Transformation des herrschenden Wirtschaftssystems auf den Weg zu bringen. Danke für deinen Versuch, das zu beantworten. Die nächste Frage ist, gibt es oder gab es irgendwelche Konsequenzen, sei es politisch oder juristisch, für das Verfehlen von Arche-Biodiversitätszielen? Wir haben das ein bisschen umformuliert, weil das ja sehr spezifisch ist, nämlich zu Biodiversitäts- und Klimaschutzzielen. Also beziehungsweise, wie können Vertragspartner zur Verantwortung gezogen werden und damit solche Vereinbarungen eingehalten werden? Ich mache keine aktive Biodiversitätsforschung mehr, obwohl ich meine Masterarbeit mal darüber geschrieben habe, aber das ist schon lange her. Was ich aber sagen kann, ist, es ist ein großes Problem in der globalen Governance, dass es bestimmte Politikarenen gibt, wo es Sanktionsprinzipien gibt und wo man Länder auf intensive Weise zur Verantwortung ziehen kann, durch Strafzahlungen zum Beispiel oder durch den Ausschluss von Handelssystemen. Das ist im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO möglich. Da kann man auch Staaten wegen langanhaltender Verstöße gegen zum Beispiel soziale Rechte ausschließen und von bestimmten vom liberalen Handel ausschließen. Da sind Sanktionen ein sehr wirksames Instrument, aber in der globalen Umwelt- und Klimapolitik gibt es solche harten Sanktionsinstrumente nicht. Da läuft es dann eben über Name and Shame. Und über die Frage, kann man sich denn normativ oder moralisch leisten, sich aus einem Vertrag auszubegeben? Und eigentlich möchte man daran glauben, dass Normen sehr wirkmächtig sind. Und im Großen und Ganzen hat das ja auch durchaus funktioniert, dass das anderthalb oder das 2-Grad-Ziel als eine globale Norm mit sehr hohem Verpflichtungsgrad gesehen wird. Das ist ja ein Konsens, der spätestens in Paris gelungen ist. Andererseits haben wir aber natürlich auch sehen können, dass Trump problemlos austreten konnte oder dass Bolsonaro den Klimawandel leugnen kann, ohne dass das dann eben irgendwelche Sanktionskulissen nach sich zieht. Eine Art Webfehler, der in der globalen Governance angelegt ist, dass eben bestimmte Politikarenen nicht so mächtige Mittel haben, aber stattdessen eben auf die normative Überzeugungskraft setzen. Wollen wir hoffen, dass es weiterhin gelingt. Dann hoffen wir bestimmt noch lange. Oder natürlich dafür streiken. Ja, ja oder streiken. Ja. Kann der grüne Kapitalismus historisch gewachsen koloniale Disparitäten bekämpfen? Hui, das ist eine sehr schöne Frage. Da muss ich mal ein bisschen überlegen, ob ich da Möglichkeiten sehe. Naja, ich meine, das kann natürlich... Ich meine, wir können uns natürlich vorstellen, dass Staaten, die bisher durch ihre Kolonialgeschichte extrem deprivilegiert worden sind, die Möglichkeit haben, dass sie zum Beispiel eine große grüne Energiewirtschaft aufbauen und dass sie grünen Strom liefern und dass sie dadurch dann eben von solchen Geschäftsmodellen sehr stark profitieren können. Das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte für manche Länder, dass sie dann zum Beispiel vielleicht auch regional zu einem Energielieferanten werden können, ein bisschen so wie das in Südafrika möglich sein könnte. Aber ich würde jetzt nicht das Modell grüner Kapitalismus
als die Chance sehen, um jetzt koloniales Unrecht auszugleichen. Da müsste man tatsächlich eben über die Ebene von historischer Schuldanerkennung und Reparationen sprechen und das nicht durch eine bestimmte Wirtschaftsweise ausgleichen helfen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich ökonomische Kräfteverhältnisse da auch nochmal stark verschieben können. Andererseits sind natürlich auch viele Länder, die ehemals Kolonien waren, auch in Regionen, die durch die Folgen des Klimawandels ganz besonders extrem betroffen sein werden, durch Extremwetter oder durch Dürre oder durch Überflutungen. Also wenn man sich den Klima-Vulnerabilitätsindex anschaut, dann sind viele Länder, die da weit oben stehen und die besonders vulnerabel sind gegenüber dem Klimawandel, auch welche, die gleichzeitig Kolonien sind. Und deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass grüner Kapitalismus das Schlupfloch ist, durch das eben Jahrhunderte von kolonialem Unrecht ausgeglichen werden. Ich möchte auch, dass es etwas komplizierter leider ist. Wir haben noch eine kritische Nachfrage. Wie kann das Wachstumsparadoxon im grünen Kapitalismus gelöst werden? Hast du dafür eine Antwort? Nee, keine, die ich im Rahmen von wenigen Minuten sagen könnte. Also ich sehe es zurzeit nicht, dass das gelöst wird, sondern ich sehe auch gerade, ich habe ja vorhin das Stichwort Finanzialisierung genannt. Mein Eindruck ist, dass eben der extreme Fokus auf Investoreninteressen und auf marktschaffende Politiken eben eher dazu dient, möglichst viel Wettbewerb und möglichst viel grünes Wachstum auf den Weg zu bringen und eben auch weiterhin Ressourcen zu benutzen. Ne, die Solarzellen müssen auch irgendwie produziert werden. Die Wasserstoffökonomie kann auch sehr ressourcenintensiv sein. Das ist nicht so, dass auf die Weise grundsätzliche Problematiken aus der Welt geschaffen werden. Okay, ich würde zum nächsten Cluster übergehen, nämlich das nächste Cluster ist Fragen zu den Strukturen von Fonds. Und die erste Frage, die wir haben, ist, sind diese Fonds gewinnorientiert? Falls ja, wie wird zwischen Gewinn und Effektivität der Ziele entschieden? Was war das zweite? Effektivität? Wie wird zwischen Gewinn und Effektivität der Ziele entschieden? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir können die Fonds nicht alle über einen Kamm scheren. Also ich habe vorhin mal kurz von dem GREF Next erzählt, von einem Dachfonds, also einem Fonds, in dem verschiedene andere Fonds und Wertpapiere gebündelt sind. Der ist natürlich ganz stark gewinnorientiert, denn da geht es um das private Kapital von Anlegern. Es gibt andererseits Fonds, die sind nicht so stark gewinnorientiert. Und bei den Projekten vom Green Climate Fund geht es in der Bilanzierung erstmal darum, ob das Projekt an sich produktiv umgesetzt wird, ob das positiv evaluiert ist. Und da geht es nicht direkt darum, inwieweit das bereits gewinnbringend ist. Grundsätzlich ist aber die Idee eines Return on Investment, dass also die reingesteckten Investitionen sich auch wieder amortisieren, ein sehr wichtiges Ziel. Und das birgt schon auch eine gewisse Problematik, denn normalerweise ist es ja so, Energieversorgung ist ein öffentliches Gut. Das ist ein Gut, dessen Ziel primär erstmal ist, und da rede ich jetzt so über Basic Volkswirtschaft, dessen Ziel erstmal darin besteht, Wohlfahrt zu unterstützen, also Energieversorgung für alle zu garantieren, allen Personen Zugang zu Strom zu ermöglichen. Aber so ein Wohlfahrtsziel ist eines, was sich normalerweise nicht gewinnbringend umsetzen lässt, weil ein Wohlfahrtsziel bedeutet, alle sollen Zugang haben, auch wenn sie vielleicht nicht so viel zahlen können. Das kann man daran sehen, dass viele öffentliche Unternehmen, die Stadtwerke oder die Hallenbäder oder die Bibliotheken eben nicht gewinnbringend wirtschaften, sondern eben auf Subventionen angewiesen sind, weil sie eben nur einem ermöglichen, dass jeder in den Bücherhallen Bücher ausleihen kann. Und so würde das ja auch für einen staatlichen Energieversorger gelten, dessen Ziel ist erstmal, das Wohlfahrtsziel Energiesicherheit im Land zu schaffen. Und wenn ich jetzt eine erneuerbare Energienwirtschaft aufbaue, die sehr stark fondsgesteuert ist, bedeutet das natürlich schon, dass nur solche Projekte entstehen, wo relativ klar ist, der Return on Investment kommt früher oder später. Und das bedeutet natürlich auch, es werden nur solche Projekte unterstützt, bei denen relativ klar ist, dass sie irgendwann gewinnbringend sein werden. Das kann bedeuten, dass Energiearmut nicht unbedingt wirksam bekämpft wird, sondern nur dort, wo sich das lohnt. Ja, danke. Wird bei dem Green Climate Fund kontrolliert, wie hoch die Verwaltungskosten sind? Gibt es da vielleicht auch sogar ein Rating? Uiuiui, das ist aber eine sehr spezielle Frage. Da kann ich noch nichts dazu sagen, weil es noch nicht so viel Forschung zum Green Climate Fund gibt, zum Verhältnis zwischen
Verwaltungskosten und Fondskosten. Also dazu ist mir jetzt auch noch keine Bilanzierung bekannt, die sich damit beschäftigt. Generell ist es auch ein wichtiger Aspekt, sich stärker mit Fonds-Governance auseinanderzusetzen und eben auch wirklich zu gucken, wie werden die Entscheidungen getroffen in solchen Fonds, wer sitzt da eigentlich gemeinsam am Tisch, wer entscheidet, wer kann da alles mitsprechen. Können da jetzt beim Green Climate Fund genügend Personen aus dem globalen Süden mitsprechen? Sind da alle Stakeholder repräsentiert, also zum Beispiel auch soziale Bewegungen oder NGOs oder so? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Aber zu Fonds Governance gibt es leider noch sehr wenig Forschung. Ist ein Thema, was mich in Zukunft auch mehr und mehr interessiert. Dankeschön für die Antwort. Ich würde jetzt zum nächsten Cluster übergehen. Das haben wir genannt De-Risking. Und die erste Frage aus diesem Cluster ist, dass De-Risking wurde etwas negativ dargestellt. Garantiert es nicht einen nachhaltigen Betrieb der Unternehmungen? Ist der nicht wichtiger als der politische Einfluss? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, bei der ich als Politikwissenschaftlerin naturgemäß ein bisschen biased bin. Also ich sehe die Vorzüge von De-Risking natürlich schon, dass eben grüne Investitionen möglich sein können in Ländern, wo sich sonst Investoren nicht hintrauen und wo vielleicht, ne, sieht man ja auch im Beispiel Sambia, der Zugang zu erneuerbaren Energien und die Ausweitung erneuerbarer Energien dringend notwendig ist, damit die Energiesicherheit des Landes noch sichergestellt werden kann. Also ich sehe die Notwendigkeit von so einem Modell durchaus, aber ich sehe eben andererseits auch die Problematik, dass das Land keine eigene Entscheidung mehr treffen kann und dass eben die demokratische Legitimität von solchen Projekten nicht gegeben ist. Und ich meine, Energiewende ist ein Projekt, was wirklich sehr, 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 sehr intensiv in die Struktur von Ländern eingreift, dass man sich auf einen neuen Energieträger verlässt, dass man die Infrastruktur von einem Land umbaut, dass die Wertschöpfungsketten anders werden, indem also zum Beispiel, ne, man muss die Schwerindustrie umstrukturieren, damit eben erneuerbare Energien in der kompletten Produktionskette wichtig sind. Man braucht an sich auch einen Technologietransfer, damit eben die Abhängigkeit von Technologien aus dem globalen Norden geringer ist und die beispielsweise dann eben auch vor Ort oder in angrenzenden Ländern auch hergestellt werden können. Das alles sind Punkte, auf die De-Risking nicht eingeht. Also das setzt sehr wirksam an, sehr punktuell, aber es nimmt eben so den ganzheitlichen Aspekt von der Energietransition aus dem Blick. Und das ist etwas, was ich schon problematisch finde und eben denke, man muss De-Risking eben unbedingt auch so entwicklungspolitisch oder sozialökologisch einhegen. Ja, danke für die Antwort. Die nächste Frage wäre, wie sind die Regeln für die Bieter im vorgestellten De-Risking-Beispiel zustande gekommen? Da gibt es jetzt auch Unterfragen. Ich weiß nicht, möchtest du die Unterfragen jetzt auch schon hören oder lieber vielleicht erstmal nur die Oberfrage beantworten? Ich bin voll gespannt. Entschuldigung, was soll ich dir jetzt sagen? Ja, gerne. Die eine Unterfrage wäre, was spricht zum Beispiel gegen kleinere Unternehmen zuzulassen? Und die zweite Unterfrage wäre, wer setzt solche Regeln fest und wie können diese bewegt werden, um die von Ihnen vorgeschlagenen Verbesserungen umzusetzen? Genau, wer setzt die Regeln fest? Uns sind bei Interviews, die einer meiner Doktoranden, Carsten Elsner, in Sambia geführt hat, diese Zahlen genannt worden. Es wurde nicht begründet, warum es 25 Millionen sind und warum es nicht mehr oder weniger sind und wie das genau festgelegt worden ist. Ich halte es für problematisch, wenn da kleine Unternehmen nicht dran teilnehmen können. Und es gab eben im Land auch Proteste dagegen, weil dann eben einfach keine Möglichkeit bestand für Unternehmen aus angrenzenden Ländern, sich darauf zu bewerben. Man könnte natürlich sagen, erst ein Unternehmen, was eine bestimmte Größe aufweist, ist sicher willens und in der Lage, so ein Projekt zu stemmen. Und kleineren Unternehmen traut man das nicht zu. Könnte natürlich eine Begründung sein. Aber es kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, den Markt zu limitieren, so dass nur ganz bestimmte Bieter überhaupt mitbieten können und auf die Weise dann eben vorzusteuern, wer da mit dabei sein kann und wer nicht, um zum Beispiel das Feld der Anbieter ein bisschen zu homogenisieren. Wer hat das festgesetzt?
Das ist sicherlich im Rahmen von dem GetFit De-Risking-Programm festgesetzt worden. Wie kann man das bewegen? Die sambischen PolitikerInnen werden da gefragt oder Unternehmensverbände im Land werden gefragt, um dann eben mit der GetFit-Initiative darüber auszuhandeln, wie das anders gestaltet werden kann. Also das ist auch wieder ein bisschen so der Aspekt der Vorgovernance. Wer kann da mitsprechen und wer kann da nicht mitsprechen? Ja, das wäre auch das Ende von diesem Cluster schon gewesen, aber ich glaube, du hast es sehr gut gerade beantwortet, schon soweit es dir möglich war. Und wir haben hier eine Frage, die sehr oft gestellt wurde, und zwar: Gibt es gute, vertretbare Möglichkeiten, wie ich als Privatperson in grüne Energien investieren kann? Okay. Na. Ich würde mir, also wenn ich jetzt Geld auf der hohen Kante hätte, was ich investieren wollen würde, dann würde ich mich halt fragen, was genau sind das für Projekte, wie breit ist die Information darüber? Und ich würde natürlich selbst auch überlegen, ist es mir wichtiger, gezielt in ein bestimmtes Projekt zu investieren, weil ich dann genau weiß, wo mein Geld hingeht, auch wenn es dann vielleicht mit einem großen Risiko verbunden ist, weil es ja dann ein Klumpenrisiko ist, weil mein Geld in ein bestimmtes Projekt wandert oder in einen bestimmten Fonds. Also ich würde persönlich immer eher in einzelne Projekte investieren und nicht in selber, glaube ich, nicht in einen Indexfonds, weil ich da einen schlechteren Überblick darüber habe, wo das Geld eigentlich ganz genau hinfließt. Andererseits ist natürlich aus unternehmerischer Sicht, wird ja immer dazu geworben, sich mit Indexfonds zu befassen, weil die Risiken da natürlich viel geringer sind, weil sie sehr breit gestreut sind. Das sind einfach zwei unterschiedliche Logiken, ob mich mehr interessiert, wo das Geld konkret hinfließt, ob ich eher mein individuelles Verlustrisiko im Kopf habe. Genau, ich würde mich zum Beispiel auf der Taz-Beilage über grünes Geld informieren oder ich würde zum Beispiel gucken, was die Umweltbanken, also zum Beispiel die GLS-Bank oder die Umweltbank oder so im Portfolio haben und mich auf der Seite, mich da in dem Bereich dann eben eher mal informieren. Aber eben immer auch fragen, was genau sind es für Projekte, wer managt die, wie sieht die Governance von solchen Projekten aus? Das fände ich auch immer jeweils wichtig. Okay, danke schön. Ich habe jetzt gerade im Chat gelesen von einer Studentin, die vorhin die Frage mit den E-Rollern und der E-Mobilität gestellt hat. Und zwar, sie meinte, dass E-Mobilität sinnvoll ist, das ist ihr klar. Deswegen hatte sie halt im Nebensatz noch die Frage gestellt, was mit den Autos passiert, wenn sie halt nicht mehr fahrtüchtig sind. Hast du da vielleicht eine Antwort darauf? Mit den E-Autos? Ja, genau. Ich glaube. Ansonsten soll sie schnell in den Chat schreiben. Ach so, nein. Schreibt sie gerade. Na, wir warten gespannt, was es genau sein wird. Ich kann jetzt über E-Mobilität und Recycling von E-Fahrzeugen tatsächlich nicht viel sagen, denn das ist, glaube ich, ein Thema, was nicht so stark Politikwissenschaft berührt, sondern eben stärker Ver- und Entsorgungsfragen. Ja, also ich glaube, unsere Teilnehmerin befindet sich gerade im Zug und kann deswegen nicht spontan jetzt antworten. Aber hier kam gerade die Antwort, dass das eine gute Antwort war zu den privaten Investoren. Na schön. Ich möchte aber hier nicht als Anlageberaterin fungieren. Das ist mir an der Stelle nochmal wichtig zu sagen. dann würde ich halt jetzt auch die Diskussionsfragerunde schließen. Wir sind sehr schnell durchgekommen. Ich würde mich bei den zuhörenden Studis bedanken für ihr Durchhaltevermögen und auch fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Da haben wir das Thema Rohstoffgerechtigkeit in der Klimakrise und die tolle Referentin Hanna Pilgrim. Die ist toll, ja. Ja, die ist sehr, sehr angenehm auch irgendwie in der Interaktion. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall auch lohnenswert ist, sich anzugucken. Genau, ja, herzlichen Dank für die vielen Fragen. Toll, dass immer noch über 500 Leute da sind, trotz des vielleicht ganz schön trockenen und anstrengenden Themas. Ich hoffe, es hat euch dann Spaß gemacht und ich fand es sehr schön, hier zu sein. Und ich bin natürlich nächste Woche bei Hanna Pilgrim auch dabei, weil ich mich sehr freue, die zu sehen. Hier hat noch jemand eine Frage zu Schiedsgerichten. Ich weiß gerade nicht, ich habe nur aber ihr plust ja, Frage das nicht ist eure Entscheidung. Aber ihr, ihr plust ja, das ist eure Entscheidung. Genau. Ich freue mich sehr auf die nächsten Vorlesungen und bin selber sehr gespannt. Vielen Dank und einen schönen Abend euch.
Danke gleichfalls und schönen Abend. Tschüssi.